Ja, willkommen beim Inside E-Commerce Talk aus dem Startplatz, produziert von Zoom.me. Heute bei mir in der Runde Jochen Siegert, Oliver Tillmann und Stanislav Wolf. Und heute haben wir das spannende Thema Bitcoin, was uns jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Jahr intensiv beschäftigt hat. Heute wollten wir mal die Gelegenheit nutzen und vor allen Dingen um Bitcoin als E-Commerce-Zahlungsmittel reden. Und vielleicht fangen wir direkt mal bei dir an, Stanislav. Was sind die großen Vorteile aus deiner Sicht Bitcoin im E-Commerce? Also wenn man die Technik außen vor lässt, hat es zwei riesen Vorteile. Man hat eine Zielgruppe, die sehr technikaffin ist, die mittlerweile durch den Bitcoin-Kursanstieg auch Geld hat, das es konsumieren will. Und man hat ein Zahlungsmittel, das extrem günstig ist, international einsetzbar ist und das auch sehr leicht zu implementieren ist in bestehende Systeme. Habt ihr genau deshalb euch für Bitcoin entschieden, einfach mal zum Testen? Ja, es war ehrlich gesagt ein Test, um aber ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wenn Bitcoin dann wirklich skaliert, dass wir dann nicht hinterherrennen und die ersten Erfahrungen sammeln müssen, sondern jetzt schon Transaktionen in Echtzeit haben und wirklich schauen, was für Kunden nutzen es, wie nutzen sie es, in welchen Ländern wird es genutzt, etc. Und eure Erfahrungen Stand heute? Bei der Bitcoin-Konferenz war ich noch sehr, sehr pessimistisch. Da waren irgendwie nach 4 Wochen 10 Transaktionen. Es hat sich vom Umsatz seitdem Monat für Monat verdoppelt, das Bitcoin-Volumen. Es ist immer noch überschaubar und die meisten Transaktionen, mit Abstand die meisten Transaktionen, kommen aus der Ukraine. Okay, interessant. Jetzt war letzte Woche Overstock.com, ein großer amerikanischer Online-Händler, der Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, mit ganz anderen Zahlen hervorgegangen. Also ich glaube, ich habe gelesen, $130.000 wurden da umgesetzt am ersten Tag. Womit hängt das zusammen? Was glaubt ihr, haben die da die Zielgruppe, haben die da neue Zielgruppen erschlossen? Waren das Overstock-Kunden, die Ewigkeiten schon in Bitcoin bezahlen wollten? Was ist da passiert? Ich würde stark behaupten, dass das zum Großteil Leute waren, die gesagt haben, oh, Overstock unterstützt Bitcoin, wir müssen jetzt mal was kaufen. Ich hätte liebend gerne die Zahlen der zweiten Woche gesehen. Das, sind die bei $10.000 oder sind die immer noch auf der gleichen Höhe? Ja. Weil Bitcoin, weil Overstock halt eine Größe hat, wo wahrscheinlich sehr viele Bitcoin-Fanatiker, sage ich mal, gesagt haben, denen müssen wir jetzt zeigen, dass es geht. Und jetzt von der Zielgruppe, also man bekommt sozusagen kostenloses Marketing als Online-Händler, würde das ja heißen. Ne? Also man hat auf einmal $130.000 Neukunden oder Kunden, die für $130.000... Ich glaube, noch mehr wert ist es im Moment einfach für das Marketing im Generellen. Ja. Sowieso unterstützt jetzt Bitcoin. Ist ja noch ein Novum im Moment. Ja, ich glaube, auch Heineken ist auch drauf aufgesprungen, auf den Zug tatsächlich. Ja, was liegt auch daran, wie du sagst, Leute kaufen auch. Ich habe zum Beispiel Bitcoins, ich unterstütze alles. Ich war bei Humble Bundle, kaufe jedes Mal Computerspiele. Ich habe schon bei jedem Online-Händler, den in Deutschland irgendwie liefern kann, auch Sachen bestellt. Und ich würde es auch immer weitermachen. Das heißt, deine Wohnung ist jetzt voller Müll und du denkst, oh, nicht noch einer. Nein, so ist es nicht. Man kann ja auch zum Beispiel Hotelzimmer bezahlen mit Bitcoin, Flüge bezahlen mit Bitcoin. Ich habe alles schon genutzt. Ich würde es auch immer wieder machen. Es sind immer mehr Leute, die das Ganze auch unterstützen wollen. Ich würde dich aber jetzt auch unter diese Bitcoin-Fanatiker setzen. Du bist genau die Zielgruppe, um die sich streiten. Ja, natürlich. Ja. Okay. Ja. Und jetzt habe ich gestern oder vorgestern war das auf Twitter mal so einen Einwand gesehen, der eigentlich ganz interessant ist. Was ist eigentlich, wenn Amazon jetzt Bitcoin akzeptiert und dann immer direkt umtauscht? Also mit einem Service wie BitPay oder Coinbase direkt umtauscht, hat das dann Kurseffekte? Was glaubt ihr? Also wir machen das ja. Also wir halten keine Bitcoins, wir tauschen sofort immer um. Du hast halt gesagt, bei dir geht es um humane Dosen, ne? Ja. Aber was ist, wenn da tatsächlich irgendwie dann große Summen auf den Markt geschmissen werden an Bitcoins? Also das muss der Markt aushalten. Ansonsten passiert halt mit dem Kurs, dass es wieder nach unten geht. Aber ich glaube, viel interessanter ist fast sogar, werden Händler, die demnächst Bitcoin implementieren, vorher Bitcoin kaufen, dann die Pressemitteilung rausgeben, ich akzeptiere jetzt Bitcoin, der Kurs geht nach oben und verkaufen dann ihre Bitcoin. Das ist das. Also Amazon sollte das tun. Insider-Information, beste Art. Ja. Wie ist denn im Moment das Transaktionsvolumen? Sind wir bei $70 Millionen Gegenwert, tägliches Tauschvolumen oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Weiß das jemand hier? Deutlich höher. Also genauen Zahlen habe ich jetzt nicht geguckt. Aber zwischendurch ist das Bitcoin-Netzwerk bis an Western Union rangekommen. Von den täglichen An was rangekommen? An Western Union.
Also okay. Die Umsätze sind relativ hoch, weil im Bitcoin-Netzwerk zwar wenige Transaktionen sind, aber die meistens relativ hoch sind. Also werden öfter Transaktionen auch mit mehreren tausend Bitcoins getätigt und das hebt natürlich den Umsatz. Nee, aber ich meine das Tauschvolumen von anderen Währungen in Bitcoin. Weil das ist ja das Relevante. Ja, das, wenn jetzt plötzlich, wie gesagt, Amazon kommt und sagt, ja, wir würden hier gerne heute mal 200 Millionen tauschen, dann macht es wahrscheinlich erstmal... Ja, in den Bitcoin-Börsen ist so, zwischendurch, als der Hype da war, jetzt vor einem Monat, da gab es 3 Bitcoin-Börsen, die über 1 Milliarde $ im Monat Umsatz gemacht haben. Also heißt tut aber sich 30 Millionen am Tag. Ein bisschen mehr, aber... Ja. Das könnte so ein Amazon in Weihnachten aber gefährlich dann an den Kurs. Ja, aber das ist ja auch einer der Gründe, weshalb, ne, es gibt nämlich diese Diskussion, wie viel wird das wert? Winkowai, 40.000 US-Dollar. Es muss ja so viel wert sein. Wenn wir diese lustigen Diskussionen haben wie, das wird jetzt für den Interbank-Exchange und so weiter. Mhm. Der Interbank-Exchange ist bei mehreren Trilliarden oder so am Tag. Mit dem momentanen Bitcoin-Wert können die das 100-fach hin und her schicken. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn es funktionieren soll für das, muss es noch wesentlich steigen. Gerade gab es einen Artikel von Fred Wilson von Union Square Ventures, dass seine Erwartung für dieses Jahr ist, dass mal wirklich Sachen kommen, die halt nichts mit Transactions oder Coins zu tun haben. Die einfach nur das Basisprotokoll nutzen für irgendwas komplett anderes. Ja. Weil das wird sonst noch wirklich spannend. Es muss halt noch radikal wachsen. Das ist der einzige Grund, weshalb man im Moment eigentlich investiert. Weil wenn es funktioniert, wird es auf jeden Fall sich verhundertfachen. Wenn es nicht funktioniert, halt nicht. Ja. Deswegen. Ich glaube, du bist ja hier auch so der Kritiker in der Runde, ja? Wenn ich das immer so auch auf dem Vorgespräch oder aus den Gesprächen, die wir auf dem Flur haben, immer so rausdeute. Warum würdest du als Onlinehändler denn nicht auf Bitcoin setzen? Jetzt nur mal aus Onlinehändlerbrille, ganz spezifisch. Ja, im Moment muss ich erstmal, also ich habe immer einen Backlog von Sachen, die ich machen muss. Und dann würde ich behaupten, dass Bitcoin jetzt nicht meine höchste Priorität ist, weil es einfach zu wenig Leute sind. Ich kann mir das marketingmäßig überlegen und so weiter. Darüber hinaus ist ja noch wirklich die Frage, was passiert denn, wenn das reguliert wird und wenn es wirklich funktionieren soll, muss es irgendwie halbwegs reguliert werden und dann muss es Sicherheiten geben und dann gibt es irgendwelche Kosten, die da irgendwer auffangen muss, wie Sicherheiten und Fraud Prevention und so weiter und so fort. Wie war das? BitPay wartet gar nicht drauf, dass die Transaktion qualifiziert wird, wirklich durch den Block durchdekliniert wird, sondern sagt einfach, es ist angekommen, weil es ist uns einfach relativ wenig, dass es nicht ankommt. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ist meine Priorität auf anderen Dingen. Vor allen Dingen, wenn ich dann Sachen wie Dwolle ankomme, die auch versuchen, das Ganze irgendwie mit niedrigeren Gebühren zu machen. Es ist ja nur ein Weg, diese Gebühren rauszukriegen und ein neues potenzielles Protokoll. Es ist aber noch einfach unmenschlich früh. Also jetzt auch Währungsspekulation mäßig, ja, ich kann jetzt irgendwie Syrien gucken oder Griechenland gucken oder Bitcoin gucken. Wahrscheinlich ist Griechenland da noch sicher gegen. Dementsprechend ist einfach da wirklich die Frage, was ist jetzt wirklich meine Prioritäten? Da gibt es wahrscheinlich wesentlich andere Sachen, wo man diese 2-4% rausholen kann. Und der größte Kritikpunkt jetzt von dir aus, nicht nur auf E-Commerce bezogen? Nicht auf E-Commerce bezogen, für Offline-Handel würde ich sagen, ist das raus. Okay. Also im Moment, so leid es mir tut, wenn ich zum Bäcker gehe und dem 2 Euro auf den Tisch lege, ist das wirklich verdammt einfach. Da muss mir noch jemand zeigen, dass das einfacher geht. So dieses Bargeld, wie selbst Jeff Bezos hat mal gesagt, so the real world is still an amazing invention. Was sagen deine ehemaligen PayPal-Kollegen dazu? Habt ihr euch schon mal ausgetauscht? Ist ja, öffentlich, dass David Marcus ein großer Freund von Bitcoin ist. Ich glaube, die wissen noch nicht so 100%, ist es jetzt ein Freund oder ein Feind? Aber im Grunde genau das Gleiche war ja PayPal damals zu den Banken. Ist es Freund oder Feind? Macht mir Transaktionen, aber nimmt uns Transaktionen weg. Ich glaube, da geht es um das Gleiche. Die wollen einfach mal schauen, was da alles passiert. Und wenn sie tatsächlich feststellen, dass das Ding skaliert, dann werden sie es natürlich implementieren. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, eBay hat ein Patent angemeldet an eine proprietäre digitale Währung. Also, das hat JP Morgan, glaube ich, auch schon probiert. Ne? Ja. Also insofern, ich glaube, es sind viele, die im Moment das anschauen, das ganze Phänomen interessiert betrachten und im Moment noch ihre Schlüsse ziehen, ist man ganz früh dabei oder ist man dann ein bisschen später dabei? Für uns, wir haben entschieden, wir spielen mal ein bisschen rum und wir sind ein bisschen früher dabei, aber ich habe nie erwartet, dass da großartig jetzt das Volumen skaliert. Deswegen war jetzt auch die kleinen Volumen jetzt keine große Überraschung. Und im Gegenteil, Overstock war eine große Überraschung für mich. Fand ich auch, ehrlich gesagt. Was erwarten wir 2014, Stanislav?
Deine Prognose. Es wird so weitergehen. Also mittlerweile wird es sogar ein bisschen langweilig für mich, muss ich sagen. Beim Anfang gab es hier einen Händler, da einen Händler. Man konnte sich was Neues kaufen mit Bitcoins. Mittlerweile kann man sich eigentlich sehr viel kaufen. Und wenn man sich auch die Händlerzahlen anguckt, zum Beispiel von BitPay, letztes Jahr im Oktober hatten die 1.000 Merchants, dieses, also 2012 im Oktober hatten die 1.000 Merchants, 2013 im Oktober hatten die 10.000 Merchants. Mittlerweile haben die, glaube ich, 18.000. Also das Wachstum wird immer schneller. Und man merkt einfach, dass immer mehr Interesse da ist, immer mehr Händler auch bereit sind, Bitcoin zumindest als Transaktionsmittel zu nutzen. Wobei 18.000 Händler noch Peanuts sind. Also allein klar. PayPal in Deutschland hat schon über 40.000 Händler und das nur auf einer kleinen deutschen Insel im riesen E-Commerce, in der riesen E-Commerce-Welt. Das fand ich so schön, da gab es ja neulich von der Bundesbank auch so ein hier, Achtung, müsst aufpassen, in Euro gibt es irgendwie x Millionen Transaktionen am Tag und so und in Bitcoin nur 70.000, keine Ahnung. Ja, wenn man dann mal bei dem Wert von Bitcoin ähnlich dem Euro angekommen sind, dann unterhalten wir uns noch über die Transaktionsmengen. Ne? Also dementsprechend, ich glaube auch, ich finde von euch die Entscheidung, das da früh mitzumachen, super, ihr habt auch die relevante Größe, das zu tun. Die kleinen Händler, weiß ich nicht. Wobei halt, wenn ich jetzt über Shopify meinen Shop bauen würde, würde ich es wahrscheinlich einfach mitnehmen. Ja. Es tut ja als solches nicht weh, vor allen Dingen mit BitPay, es kann die auch vollkommen Schnuppe sein, dass es Bitcoin sind. Ne? Mhm. Dafür muss halt wirklich noch, die Leute müssen die Wallets haben. Coinbase finde ich da wirklich super, weil die App auch relativ einfach ist. Das braucht es. Es muss halt für normale Menschen noch halbwegs verständlich und einfach sein. Eigentlich braucht man noch so ein BitPay auf der anderen Seite. Ich habe Euro und das geht irgendwie so schwupp rein, raus, ohne dass ich es merke, nur um diese Transaktion hinzukriegen. Ja. Wenn ich Lastschrift für eine App angeben würde, wie PayPal, und dann aber PayPal sagt, den Transfer dazwischen mache ich irgendwie anders, dann brauche ich Visa, Mastercard, sonst was nicht mehr. Wobei dann wiederum, PayPal hat wahrscheinlich vorne und hinten Überweisung und Lastschrift, billiger geht es nicht. Da kann auch Bitcoin nichts dran ändern, würde ich jetzt behaupten. Eine spannende Frage. Also wir haben ja eigentlich alle den Luxus, dass wir aus der E-Commerce-Branche oder aus der digitalen Welt kommen und uns dann mit den Themen beschäftigen dürfen oder wenn wir einen Shop machen, einfach schnell integrieren, weil es nicht viel Aufwand ist. Aber was haben eigentlich die Jungs in den Banken jetzt? Müssen die das auf dem Schirm haben oder glaubt ihr, die haben den Luxus und können sich dann noch lange ausruhen? Oder ist das ein spannendes Thema für die, für Innovationsworkshops oder was ist das? Ich bin schwer gespannt. Jetzt im Februar ist in London die Finovate. Die Banken haben viel größeres Problem, weil die Technik teilweise so alt ist, dass die da wirkliche Problematiken auf sie zukommen haben. Ich erinnere mich, 2003 MBA war irgendwer, der in irgendeiner Schweizer Bank saß, der meinte, ja, ich bin einer von den drei Leuten, die noch die 5 Mainframes mal administrieren können. Danach, die Programmiersprache kennt doch keiner mehr. Ja, ja. Das sind halt wirklich, wirklich Legacy-Infrastruktur. Das heißt, die müssen erst die Basis machen, ja? Bevor die sich an... Ja, wenn jetzt Bitcoin wirklich riesig werden würde, könnten die vielleicht überlegen, das als Basis zu nehmen. Aber jetzt geht's halt nicht. Das heißt, die müssen sich, also irgendwas müssen die sich alle überlegen. Und da wird es eher spannend, was für Überlegungen kommen da wirklich. Anderer Artikel neulich, irgend so ein Banken-CTO, ich fände es wirklich spannend, wenn wir live sehen würden, was für Geldtransaktionen da so laufen. Ja. Wo du als unser eins denkst, wie, ihr fändet das spannend? Ja. Ihr seht das nicht? Das finde ich schon eher das Problem. Und da ist einfach Bitcoin für die Banken als solches, für das wirkliche Backend, ist eine potenziell interessante Technologie, aber es ist viel, 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 viel zu klein. Ja, und auch auf der Business-Seite. Ich meine, man muss sich nur PayPal anschauen, Deutschland Sofortüberweisung, die ganzen Mobile Banking Apps, die Non-Bank Apps, die da alle erfolgreich sind. Es gibt im Kernbereich viel größere Wettbewerber oder viel größere Probleme der Banken, wo eventuell kleine Startups zu richtigen Wettbewerber werden können oder die Kundenbeziehung einfach wegschnappen, als zum aktuellen Zeitpunkt Bitcoin. Also die, ich weiß zumindest von den paar Bankern, mit denen ich spreche, die kennen, haben schon mal Bitcoin gehört und gucken sich das an und tun teilweise belustigt den Kopf schütteln über die Volatilität des Kurses. Mhm. Aber das irgendwie als Bedrohung anzusehen, das ist noch weit entfernt. Okay, ich muss Schluss machen, glaube ich. Aber jeder noch, ich hätte noch den Wunsch, dass jeder noch vielleicht aus seiner Warte einmal sagt, einen Satz, was er sich von Bitcoin oder erhofft im nächsten Jahr und was ihr euch vielleicht auch vornehmt. Vielleicht wollt ihr es ja tiefer in die Spiele integrieren. Und eine Kursprognose. Also ich hätte nämlich gern für euch, die werde ich dann auch am 31.12. dann 2014 auspacken, eine Kursprognose von jedem. Wo geht's hin? Fangen wir mit dir an, Jochen.
was ich von Bitcoin erwarte, ist letztendlich eine breitere Nutzung in noch breitere Schichten. Da hilft Implementierung von Overstock und Co. mit. Es fehlt aber aus meiner Sicht auch noch ein benutzerfreundliches Frontend auf einer skalierbaren Basis, dass dann wirklich Bitcoin auch breiter genutzt wird. Insofern gehen wir den ersten Schritt oder erwarte ich, dass Bitcoin in diesem Jahr den ersten Schritt dahin geht. Was der Kurs ausmacht, ich halte gerne keine Bitcoins, weil es für mich zum aktuellen Zeitpunkt, als dann doch wieder Späteinsteiger, ein zu großes Lottospiel ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob er nächstes Jahr bei 8.000 oder bei 20 liegt. Wahrscheinlich weder noch irgendwo dazwischen. Leg dich fest. Okay, dann 1.500. 1.500, okay. Ich bin grundsätzlich bei dir, dass wir die Consumer-Seite muss noch einfacher werden. Da muss noch irgendwas passieren. Da wird auch, glaube ich, irgendwas passieren. Und wir werden die ersten Implementationen sehen von irgendwas à la Notar-Unterschriften. Mhm. Irgendwas, was komplett in den Coins vorbeigeht. Da bin ich auch dabei, weil das Protokoll, wenn man sich wirklich tiefer reinliest, weil da brauchst du halt Zeit, ist sehr interessant. Ja. Und das wird auf jeden Fall passieren. Kursprognose $8.400. Das muss ich ja sagen. Also. Ja, ist gut. Nah dran an meiner übrigens. Ich denke auch, die Entwicklung wird weitergehen. Merkt einfach im Umfeld, Bitcoin ist erst der Anfang. Es hat so ein Fundament gelegt an neuen Technologien. Und darauf kann man jetzt sehr viel Neues aufbauen. Nicht nur, wie Oliver auch gesagt hat, dass es Bitcoin als Währung oder als Geld genutzt wird, sondern darauf auch ganz andere Informationen auch verwaltet werden können. Zum Beispiel Verträge können mit Bitcoin gestaltet werden. Und aus meiner Sicht wird das Ganze jetzt noch mehr in Fahrt gewinnen, weil noch mehr Unternehmen, Akteure auch bereit sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da ich der Optimist bin, sage ich mal, der Kurs wird fünfstellig. Das ist ja lange Zeit. Das sind nur $1.600 von mir, also bitte, ein bisschen genauer. Ja, ja, es reicht. Nee, feste Zahl hier kommt. 10.000. 10.000, okay. Ja, dann, für einen Optimist. Aber dann bedanke ich mich all diejenigen bei euch erstmal, dann bei denen, die zugeschaut haben. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall dann spätestens Ende des Jahres nochmal zu sprechen miteinander, glaube ich, in der Runde. Und danke an den Startplatz, danke an Ali von Zoom.me und ja, vielen Dank an euch.